Grüß dich, Margarete. Bist du in Haidhausen unterwegs? Ja, wir sind jetzt gerade hier in der wunderschönen Weißenburger Straße und wir wollen mal gerne die Perspektiven der Anwohner bzw. der Gewerbetreibenden hören. Es ist geplant, hier eine Fußgängerzone zu machen, temporär. Und ja, es ist wenig Bürgerbeteiligung gelaufen, wie bei uns im Tal auch. Und jetzt möchten wir gerne mal hören, was denn hier die Gewerbetreibenden sagen und welche Perspektiven sie einbringen würden. Da bin ich mal gespannt, wie das, was die Leute zu sagen haben. Ja, ich auch. Kommt mal mit. Jetzt gehen wir nachher mal schnell zum Thomas von Buch und Töne und dann schauen wir nachher hier zu Sandra zu Hypnotic. Auf geht's, Margarete. Auf geht's. Ja, herzlich willkommen. Wir sind jetzt beim Thomas Vogelsang bei Buch und Töne, beim ja, fliegenden Buchhändler eigentlich von der Weißenburger Straße. Wir haben uns auch bei der Buchmesse gesehen, lieber genau, Thomas. So ist es. Ja, genau. Hast du ein Buch, das du empfehlen würdest? Sicher, es kommt natürlich darauf an, für wen. Also es geht ja los mit Kinderbüchern. Wir haben ja die ganze Bandbreite hier und ein guter Buchhändler ist immer in der Lage, für das jeweilige Geschenk oder für den, der einem gegenübersteht, eigentlich, denke ich, ein passendes Buch zu finden. Was würdest du mir empfehlen? Ich stehe dir gegenüber als Margarete. Vielleicht das Buch von der Bonnie Garmes, eine Frage der Chemie beispielsweise. Seine, schätze dich als emanzipierte, moderne Frau ein. Und das war eine früh emanzipierte Frau, die in diesem Buch, die sich versucht hat, durch eine Männerwelt durchzuschlagen, auf eine sympathische Art und Weise, was ich also auch gerne gelesen habe und wo ich glaube, dass du dich da wiederfindest. Du, das schaue ich mir nachher an. Vielen Dank für die Empfehlung. Thomas, wir sind jetzt bei dir in der Weißenburger Straße. Wir haben uns getroffen vor ein paar Wochen und ihr habt mir erzählt, dass es euch ähnlich geht wie uns im Tal. Was sind denn die Themen bei euch? Gut, bei uns steht an, eine Fußgängerzone, die soll jetzt im Probelauf ab nächsten April durchgesetzt werden und einige Händler und nicht nur Händler, aber das sind halt die, die sich gegenseitig austauschen. Viele Kunden auch. Ich meine, kommt ja auch so ein Querschnitt der Bevölkerung hier rein und ich kann nur sagen, das waren halt auch sehr viele Kunden, die mit uns d'accord waren. Zumindest Zweifel an der Sinnhaftigkeit einer reinen Fußgängerzone hier zu haben. In einem Bereich auf 350 Meter zwischen zwei Plätzen, der eigentlich die Lebensader, Handelslebensader und hier im Viertel widerspiegelt. Ein Viertel, das gerne frequentiert wird und auch wo viele auch gerne herziehen, weil es halt so ein spannendes Stadtviertel ist, auch mit einer spannenden Vielfalt an Läden. Das zu erhalten mit durchaus veränderungswürdigen Ideen und Modellen. Dafür stehen wir, glaube ich, alle. Und nur eben nicht für eine Maximalforderung ohne Wenn und Aber. Und dagegen haben wir uns halt ein bisschen erwehrt und waren zugleich erstaunt, dass es eigentlich nicht wirklich um eine Anhörung und Diskussionsveranstaltung ging, sondern dass es eigentlich nur eine Informationsveranstaltung in der Folge gab, wo uns nur mitgeteilt wurde, wie diese Fußgängerzone in Zukunft aussieht und über Mini-Details wie Anlieferungen könnte man eventuell noch sich speziell informieren, aber das war es dann schon und das war mir ein bisschen zu wenig und da waren wir halt einfach ein bisschen vor den Kopf gestoßen und das war unser Anliegen, darum haben wir eine Bürgerinitiative gegründet. Noch nicht breit angelegt, sondern einfach mal als uns meinen Finger gehoben und eine Existenzberechtigung eingefordert und das mit Worten bekleidet. Mhm. Das war erstmal unser Ansatz. Mhm. Also ihr seid die Gewerbetreibenden hier in der Weißenburger Straße in den 350 Metern, die sagen uns, es ist wichtig, gehört zu werden. Das war jetzt erstmal euer Thema, weil auf der Bürgerversammlung gab es jetzt mehrere Bürgerversammlungen und es gab die Bürgerversammlung der Gewerbetreibenden, die alle gesagt haben, so wie es jetzt ist, sind wir nicht dafür. Genau so ist es und das hat natürlich, also das wurde dann als purer Widerstand oder Widerspenstigkeit ausgelegt und dabei wurde vergessen, dass eigentlich
alle anwesenden Gewerbetreibenden, ohne vorher organisiert gewesen zu sein, zum einen dagegen waren. Da will man gar nicht streiten, ob da jetzt einer dafür ist oder nicht. Darum geht es nicht. Es geht ja darum, alle in einem Viertel in ein Boot zu nehmen und nicht gegeneinander ausgespielt zu werden. Das ist nämlich auch mitnichten Anliegen der Gewerbetreibenden. Also wir leben doch auch von den Leuten hier und wir haben eigentlich ein gutes Verhältnis zu allen. Und auch jeder Buchhändler, und ich bin ja nicht der einzige Buchhändler hier im Viertel, jeder gute Buchhändler liebt seine Kunden und Kundinnen so sehr wie die Bücher. Und ich glaube, das spüren alle, darum sind sie gerne hier. Auf jeden Fall gab es halt einen Widerstand, den wir zum Ausdruck gebracht haben, weil wir mitgeteilt haben, wir würden gerne eine Veränderung, also für eine Veränderung sind wir alle offen. Nur und wie würde die ausschauen? Also was ist das, was ihr sagen würdet, das würde euch sogar vielleicht helfen? Also ich finde zum Beispiel, ja helfen, ich meine, zunächst einmal finde ich die Straße erhaltenswert. Ja, also so wie sie ist mit der Struktur. Gleichwohl gilt es auch, eine Fußgängerfreundlichkeit herzustellen, wenn da ist man ja offen und da gibt es ja Möglichkeiten abseits einer reinen Fußgängerzone, die ich nicht immer nur als Erfolgsmodell sehe, vor allem und auch nicht als die große Klimawende auf einem Abschnitt hier. Trotzdem finde ich, kann man und muss sich vielleicht auch ein bisschen was verändern. Und da gibt es aber Möglichkeiten, um einen Fluss zu ermöglichen. Dazu zählt auch, dass man vielleicht über eine Einbahnstraße nachdenkt oder halt auf einer ganzen Seite auch mal die Parkplätze wegnimmt, aber dafür Lieferzonen explizit anbringt. Hätte alles Vorteile und würde eine klare Struktur schaffen. Meines Erachtens sorgt eine reine Fußgängerzone nicht für eine klare Struktur, weil Anlieferungen wird es weiterhin geben. Und das ist einfach, also da ist man ja offen, aber ich habe gemerkt, dass das gar nicht mehr zur Diskussion stand. Und darüber waren wir halt verblüfft, nachdem das ja zumindest mal so angedacht war. Und Thomas, ihr habt Kunden aus München, aber bestimmt auch noch woanders her, weil dieses Viertel einfach über München hinweg auch geliebt wird. Ja, also genau, ich frage zuletzt frage ich auch häufiger nach, woher kommen Sie denn? Das ist vor allem am Freitag, Samstag sind das sehr oft, also sag mal fast zu 50% Auswärtige, also aus Rosenheim, aus Landshut, aus Regensburg, aus Augsburg. Und da könnte man auch sagen, da muss nicht jeder mit dem Auto eigentlich hierher kommen, aber es gibt halt doch einige, die zufälligerweise dann halt irgendwie hier sich was suchen, um erstmal, weil sie das Viertel schätzen und auch nicht immer öffentlich hierher kommen, auch wenn man glaubt, es gäbe hier perfekte ÖPNV-Anschlussmöglichkeiten. Es ist eben mitnichten so. Man braucht bloß den heutigen Tag als Beispiel nehmen, wo wieder alles streikt. Außerdem gibt es dabei auch Leute, die haben alle ihre Kinder dabei, die kaufen sich auch mal größere Sachen wie nebenan Bett, also größere Überbetten, oder sie kaufen sich größere Bücher, oder sie kaufen sich in der Rahmenhandlung vorne am Eck einen Bilderrahmen. Und da will nicht jeder in einen überfüllten Bus oder in einen Schienenersatzverkehr oder so rein. Das muss man halt auch einmal zur Kenntnis nehmen. Und das jetzt verpflichtend von heute auf morgen komplett zu ändern, ohne eine Möglichkeit, finde ich jetzt ein bisschen unsolidarisch, muss ich sogar sagen, und eigentlich ein bisschen undemokratisch. Ich finde, es gibt eine große Bandbreite an Lösungen, die dazwischen liegt. Was wünschst du dir jetzt von der Politik, vom Bezirksausschuss, vom Stadtrat? Wünschen würde ich mir, wenn ich denn einen Wunsch frei hätte, natürlich, aber wünschte ich mir eigentlich hier eine Einbahnstraße mit der Möglichkeit expliziter Lieferzonen, damit hier die Vielfalt der Anlieferungen auch für die Supermärkte, die wir hier haben, für die Drogeriemärkte, auch für die Buchhandlung. Wir reden ja auch manchmal von ganzen Tonnen, die wir zu schleppen haben. Wenn das weiter aufrechterhalten bliebe, das wäre schön, muss ich sagen. Gerne mit als Einbahnstraße mit einem verbreiterten Fußweg und einer erweiterten Fußgängerfreundlichkeit. Dafür stehen wir doch auch alle. Wir haben ja selbst Kinder und wollen eine glückliche, aber bitte ausgewogene Zukunft. Und wir wollen hier nicht
in eine falsche Ecke gedrängt werden, weil uns das nicht mehr im Ansatz gerecht wird. Also man kann nicht die eigenen Defizite dem anderen nur überprojizieren. Das halte ich für eigentlich schamlos. Thomas, wir werden uns jetzt auf den Weg machen und noch einige andere Kollegen von dir und Kolleginnen treffen, andere Läden besuchen und einfach mal auch die Bedürfnisse von den anderen anhören. Und ja, ich danke dir sehr herzlich. Du bist ja auch der Initiator zusammen mit der Clementine, wo ihr gesagt habt, wir wollen uns zusammentun und wir wollen die Perspektiven hören. Und das war uns schon mal ganz wichtig. Genau, es ging mir halt auch darum, dass es nicht irgendwann heißt, ja, die gibt es ja gar nicht, da wird ja nur immer irgendwie geredet, da gäbe es irgendwelche Leute, die dagegen wären. Es sind doch eigentlich alle dafür. Genau genommen heißt es, es müssen alle dafür sein, aber es gibt halt auch Argumente gegen diese Maximallösung und die bitte ich doch auch zu respektieren. Um mehr geht es nicht und man kann nicht die, die das nicht einfach nur Dufte finden, die kann man nicht einfach in die falsche Ecke stellen. Das finde ich eigentlich niveaulos, muss ich sagen. Ja, jetzt bitte sag mir mal nur mal dein Buch, das du mir empfohlen hast, okay. Weil das hat gern. Mir jetzt gefreien. Also das ist das Buch, oder? Genau. Es spielt, also finde ich ein großer, ist natürlich auch ein Bestseller inzwischen, ist kein Geheimtipp mehr, Bonnie Garmes, eine Frage der Chemie, sein ein Buch über eine Chemikerin, die auf ihrem Fachgebiet Weltklasse war und eigentlich Universitätsprofessorin hätte werden wollen, nur war die in den USA, nur war die Zeit dafür noch nicht ganz reif. Und wir reden hier von Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre, also 68er Generation ist noch etwas entfernt. Und sie reüssiert auf einem ganz anderen Gebiet, und zwar auf dem Gebiet des Kochens, und sie wird eine der ersten Fernsehköchinnen und versucht auf diese Art und Weise die Chemie in den Haushalt zu holen. Cool. Und versucht sogar Einfluss zu nehmen im Stillen quasi oder im Verborgenen auf die Frauen ihrer Zeit, was sie wohl auch geschafft hat. Und ein sympathisches Buch in einer sehr schönen Sprache geschrieben kann ich nur schwerstens empfehlen. Ja, also ich nehme das mit, ich freue mich. Danke, dass du mir dieses Buch empfohlen hast. Ich nehme das gleich mit. Danke, Thomas. Ich danke dir. Danke dir für Danke. Danke für dein Engagement. Ja, gerne.